Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid. Ich habe mich riesig gefreut, heute bei euch zu sein. 7 Wochen lang konnte ich nicht hier in Stuttgart sein und jetzt bin ich wieder hier und ich sag's euch, ich bin richtig aufgeregt. So schön, dass ihr da seid und wisst ihr, ich konnte jeden Sonntag in diesen 7 Wochen über den Livestream mit euch verbunden sein und das ist großartig, dass wir in unserer Church einen Livestream haben und deshalb lasst uns heute mal all denen, die helfen, diesen Livestream zu planen und durchzuführen, wir geben ihnen einen großen Applaus. Ja, ihr macht wirklich einen super Job und heute in dieser Message haben wir das Thema, wie du im Glauben betest. Und ich habe euch hier, vielleicht habt ihr es schon gesehen, ich habe euch ein großes Geschenk und ein ganz kleines Geschenk mitgebracht. Wer von uns liebt nicht Geschenke? Ihr auch? Was habt ihr zu Weihnachten bekommen? Habt ihr ein Geschenk bekommen? Vielleicht ein bisschen Wein? Blumen, neues iPad. Was habt ihr bekommen? Also, ich habe mit vielen Kindern gesprochen und die meisten Kinder, die haben einen Nintendo Switch bekommen. Ah, oh, und die lieben den. Ich weiß nicht, was du geschenkt bekommen hast. Ich habe ein wunderschönes Geschenk von meinem Mann Dan bekommen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Eine süße kleine Holzbox. Und da drauf ist mein Name eingraviert und ein Stift. Und auf diesem Stift steht drauf, keep going. Hey, ich habe mich so gefreut über dieses Geschenk, weil Dan hatte so eine tolle Idee, hat mich wirklich total überrascht. Wir lieben doch alle Geschenke, oder? Stimmt's? Geschenke sind so was Schönes. Und wisst ihr, dieses Geschenk, diese Geschenke, kleine und große Geschenke, das ist das Bild von heute, von dieser Message. Weil Gott, er möchte uns immer wieder Geschenke machen. Er hat total viele Geschenke für dich vorbereitet, kleine und große Geschenke. Und wenn wir beten, dann können wir diese Geschenke bei Gott wie abholen. Gott möchte uns Geschenke geben. Ich hatte einen Studienkollegen, wir haben zusammen Theologie studiert und er arbeitet heute für Licht im Osten und er sammelt Geschenke für die armen Menschen. Ich habe euch 2 Bilder mitgebracht, er hat einen LKW und er fährt regelmäßig nach Rumänien und dort verteilt er diese Geschenke den armen Menschen. Und ihr könnt sehen, wie dieses Kind sich freut, da ist Freude. Er postet immer wieder Bilder, wenn diese Kinder die Geschenke bekommen. Geschenke sind etwas Wunderbares. Und weißt du, Gott hat auch für dich Geschenke vorbereitet. Gott möchte sich um dich kümmern. Vielleicht bist du heute auch zu Hause im Livestream, dann weiß ich jetzt auch, wie das so ist zu Hause. Man kocht noch nebenher, man ist noch im Pyjama oder irgendwie hat man gerade noch was anderes. Hey, ich möchte dich herzlich grüßen, wenn du heute zuschaust, egal wo du bist. Vielleicht bist du auch im Krankenhaus, dann grüßen wir dich ganz herzlich und wir wünschen dir einfach, dass Gott zu dir spricht und ich möchte dir sagen, Gott möchte sich auch um dich zu Hause kümmern, weil Gott kann überall sein. Er ist hier bei uns in Stuttgart, aber er ist auf der ganzen Welt überall gleichzeitig und Gott möchte sich um Menschen kümmern. Er möchte sich um dich kümmern und er hat Geschenke für dich bereit. Sag das mal ganz kurz zu deinem Nachbarn. Gott hat Geschenke für dich bereit. Gott möchte sich um dich kümmern. Oder im Livestream, im Chat, ihr könnt einander zuwinken und damit euch gegenseitig sagen, Gott kümmert sich um dich. Wir lesen in der Bibel einen wunderbaren Bibelvers. Da heißt es in Markus 11,24, deshalb sage ich euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Das ist ein starker Vers. Wir Menschen, wir dürfen Gott bitten und er möchte uns beschenken. Ist das nicht wunderbar? Als Jesus auf dieser Erde war, hat er diesen Satz zu seinen Jüngern gesagt.
Und weißt du, wenn du heute an Jesus glaubst, wenn du an Gott glaubst, dann bist du im Team von Reich Gottes. Du gehörst dazu. Und genauso hast du heute die Möglichkeit, Gott zu bitten und er möchte dir geben. Auch zu Hause, egal in welcher Situation du bist. Du darfst Gott bitten und er möchte dich beschenken. So einen Gott kennen wir. Gott ist bereit dafür. Die viel größere Frage ist, ob wir bereit sind dafür. Wisst ihr, Jesus hätte auch einfach sagen können, bittet, Gott wird euch sofort alles geben. Er hat es nicht ganz so gesagt. Er hat gesagt, da gibt es noch einen kleinen Einschub in diesem Bibelvers, glaubt fest. Wenn wir beten, dann hat es ganz viel mit Glaube zu tun. Gott fordert etwas von uns. Geschenke, diese Geschenke fallen nicht einfach so vom Himmel, sondern Gott möchte, dass wir unseren Glauben an ihn zeigen. Und das möchte ich dir heute aufzeigen. Wie kannst du im Glauben beten? Wie können wir das tun? Wisst ihr, wenn wir etwas bekommen und dann Danke sagen, dann ist es einfach Dankbarkeit. Wenn wir aber um etwas bitten und bereits im Voraus Danke sagen, dann ist das Glaube. Und da ist ein Unterschied. Und heute möchte ich euch mitnehmen auf den Weg, anhand von einer Geschichte aus der Bibel. Wie können wir in diesem Glauben beten? Weil das braucht ein Training, das ist ein Prozess. Christsein ist manchmal nicht einfach so easy, sondern Gott fordert etwas von uns. Er möchte, dass wir glauben. Und Gott hat so viele Geschenke für dich vorbereitet. Kleine, im Alltag, größere Geschenke. Er hat sie bereit für dich. Und du hast die Möglichkeit, diese Geschenke wie abzuholen für deinen Arbeitsplatz, für deine Familie, für deine Beziehungen, für deine finanzielle Situation und so weiter. Gott möchte dich versorgen, weil Gott ist gut. Und wer in einem festen Glauben betet, der wird früher oder später Wunder erleben. Weil Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Er möchte Wunder tun. Und deshalb möchte ich dich einladen, auch wenn du heute zu Hause bist, sei mit dabei und höre zu, weil Gott hat etwas vorbereitet für dich. Er möchte auch zu dir sprechen. Bevor wir aber diese 7 Schritte, ich habe euch 7 Schritte vorbereitet, wie wir das tun können, bevor ich die euch aufzeigen werde, möchte ich euch jetzt ganz persönlich aus meinem Leben erzählen, weil in den letzten Wochen habe ich ganz persönlich ein großes Wunder erlebt. Und dazu habe ich 2 Frauen gefragt, die mit mir zusammen erzählen. Weil vor einiger Zeit, letztes Jahr, da wurden bei mir im Körper veränderte Zellen gefunden und ich wusste, das ist gar nicht gut. Weil ich habe früher im Krankenhaus gearbeitet und ich wusste, das ist gar nicht gut, was die da gefunden haben. Und dann haben wir aber angefangen zu beten. Und mit 2 Frauen war ich ganz besonders während dieser Zeit unterwegs. Und die beiden Frauen werden euch jetzt berichten. Deshalb begrüßt mit einem Applaus auf der Bühne Gabriele. Ja, schön, dass du da bist. Das ist Gabriele. Nimm gerne Platz hier bei mir auf der Bühne. Ich freue mich so, dass du zu mir auf die Bühne kommst. Eigentlich wäre heute noch Nadine mit auf der Bühne, aber Nadine kann leider heute nicht hier sein. Deshalb werden wir sie per Video zuschalten. Aber Gabriele, du bist jetzt hier. Wir sind zusammen im Leadership Team Plus von Celebrate Life Church. Du bist eine gute Freundin von mir und ich habe so Freude, was wir erlebt haben die letzten Woche. Du erzählst uns gleich selber, wie war das für dich? Ja, ich darf euch heute meine kleine Geschichte zu diesem ganz großen Geschenk erzählen. Im Frühherbst hat mich Karin angerufen und von ihrer Diagnose erzählt. Und als du am Telefon gesprochen hast, habe ich sofort gespürt, du hast echt Vertrauen. Gott ist allmächtig und er hat einen Plan und er hat etwas vor. Und wir haben noch überlegt, was denn das sein könnte und haben dann einfach spontan angefangen, am Telefon zu beten.
Und ich hatte noch eine Brain-Share-Karte, das sind so kleine Gebetskarten, die es bei uns in der Kirche gibt. Und ich habe die einfach ausgefüllt und in den nächsten Tagen immer wieder gebetet und Gottes Verheißungen über dieser Situation ausgesprochen. Und bei einer Andacht am 7. November, da habe ich einen Brief morgens an Gott geschrieben. Und plötzlich habe ich beim Schreiben gehört, Gabriele, lies Lukas 13, Vers 12. Ich kannte das zuvor überhaupt gar nicht, dass ich so konkret einen Vers aufs Herz gelegt bekommen habe. Und ich habe die Bibel aufgeschlagen. Oh, das ist das falsche Bild. Okay, ja. Vielleicht gibt es noch ein anderes mit diesem Lukas-Stelle. Nee, zunächst mal ein kleines Briefsymbol. Okay, ich habe also auf alle Fälle die Bibel aufgeschlagen und da stand folgender Vers. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, Frau, du bist von deinen Leiden erlöst. Und ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Und ich war wirklich wie überwältigt und wusste gar nicht so richtig, wie ich eigentlich mit dieser Situation umgehen sollte. Und habe einfach mal an den Bibelrand ein kleines Briefsymbol gemalt und den 7.11. dazu notiert. Und ich habe dann in den nächsten Tagen auf der Bibel-App, genau da sieht man dieses Briefsymbol, und ich habe dann in den nächsten Tagen auf der Bibel-App den Vers einprogrammiert und immer wieder laut ausgesprochen. Eigentlich täglich. Und wir haben in dieser Zeit regelmäßig telefoniert, immer freitags. Und auch wenn die Termine prall gefüllt waren an diesem Tag, wir haben es immer irgendwie geschafft, uns zu verbinden. Und es waren wirklich einige Wochen bis zu dieser Operation. Und am 7. Dezember, da war dann der Termin, dass du ins Krankenhaus musstest. Und ich habe so eine schöne Nachricht bekommen. Karin hat geschrieben, Gabriele, ich habe ein Einzelzimmer mit Jesus. Ich fand das so toll formuliert. Und am 8. Dezember, das war dann der Tag der Operation selbst, habe ich morgens bei meiner Andacht eine Karte genommen. Heute erwarte ich ein Wunder von dir, du großer Gott. Und nach einigen Tagen, da kam dann diese Nachricht, keine Krebszellen. Und ich weiß wirklich, dass mir die Tränen übers Gesicht gerollt sind. Wir haben das wirklich ersehnt zusammen. Und diese Heilung, die wurde geschenkt. Es ist wirklich ein riesiges Geschenk. Gott ist so gut und er kann wirklich heute noch Wunder tun. Und du, Karin, du bist gesund. Du, Frau, bist von deinen Leiden erlöst. Dieses Wort ist Wahrheit über dein Leben geworden. Mich berührt es auch wirklich ganz tief in meinem Herz. Und ich weiß, dass meine Geschichte, die ist winzig. Und dass ganz viele Menschen für dich gebetet haben in dieser Zeit. In der Kirche und deine Schüler, du hast mir das auch erzählt. Aber die Ehre, die gehört wirklich allein Gott. Denn er hat dieses Geschenk dir einfach geschenkt. Und meine Freundin, du bist gesund. Wow. Ja, es ist wirklich, ich bin auch ganz emotional gerade. Wir haben wirklich so viel erlebt zusammen. Wir dürfen uns jetzt leider gar nicht umarmen, sonst würde ich das jetzt gleich tun. Aber es ist wirklich ein großes Geschenk. Und ich konnte es lange Zeit gar nicht fassen. Im Januar, so anfangs Januar, ich konnte es gar nicht fassen, dass wirklich dieses Wunder geschehen ist. Und ich danke dir für deine Unterstützung und auch allen, die für mich gebetet haben. Das ist großartig. Es gibt noch eine zweite Freundin von mir, das ist Nadine. Und Nadine, sie war so wie meine private Krankenschwester in dieser Zeit. Wir konnten uns gut auch austauschen. Und Nadine möchte auch ihr Statement, wie sie es erlebt hat, euch per Video mitteilen. Hallo liebe Church, wie Karin bereits erwähnt hat, bin ich ihre private Krankenschwester. Seit dem Abschluss meines Studiums zur Krankenschwester arbeitete ich immer auf gynäkologischen Bettenstationen, auf welchen Patientinnen mit Brust- und Unterleibskrebs liegen. Als mir Karin im Herbst mitgeteilt hat,
was für eine Verdachtsdiagnose sie habe, stand mein Herz still und mir liefen nach dem Telefonat nur die Tränen. Denn zu oft habe ich solche Frauen betreut, bei denen es gleich begann wie bei Karin. Mehrere Untersuchungen, bei denen veränderte Krebszellen diagnostiziert wurden, dann Entnahme von Biopsien, Gebärmutterentfernung, definitive Bestätigung der veränderten Krebszellen, dann Chemo mit Bestrahlung und am Schluss begleitete ich diese Frauen sogar in den Tod. Doch dann erinnerte mich Gott an folgenden Bibelvers in Matthäus 4, Vers 24. Bald wurde überall von ihm, Jesus, gesprochen, selbst in Syrien. Man brachte alle Leiden zu ihm. Menschen, die an den unterschiedlichsten Krankheiten und Beschwerden litten, auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte. Er heilte sie alle. An diesem Vers hielt ich mich die letzten Wochen fest für Karin, aber auch besonders für Dan, Julia und Jonathan. Dann nach der ersten OP die gute Nachricht. Keine veränderten Zellen gefunden. Ich dachte mir, warten wir weiter ab, auf keinen Fall zu früh freuen. Dann die zweite OP und wieder wurden keine veränderten Zellen gefunden. Und da wusste ich mit Sicherheit, Gott hat ein sehr großes Wunder getan. Denn sowas habe ich in den letzten 10 Jahren, in denen ich als Krankenschwester arbeite, noch nie erlebt. Alle Ehre gehört unserem Herrn Jesus Christus. Ja, wirklich, alle Ehre gehört Jesus. Er hat wirklich ein großes Wunder getan. Ich war vor 2 Wochen war ich im Krankenhaus bei der Ärztin, habe sie gefragt, wie kann es sein, dass zuerst diese Zellen gefunden wurden und dann sind sie plötzlich alle weg. Und dann hat sie mir gesagt, ich muss ehrlich sein zu Ihnen, ich kann es Ihnen nicht erklären. Und wisst ihr, das ist unser großer Gott. Unser Gott hat wirklich ein großes Wunder getan. Und ich danke Nadine auch ganz herzlich für deinen Beitrag. Wir grüßen dich auch da, wo du gerade bist. Sei gesegnet und gestärkt. Und ich danke dir für alle Gebete. Auch euch allen, alle, die gebetet haben. Viele Menschen, wie es Gabriele gesagt hat, haben gebetet. Aber letztendlich ist es ein Geschenk von Gott. Ein großes Geschenk. Es ist die reine Gnade. Und dafür möchte ich Gott die Ehre geben. Ich danke dir, Gabriele, dass du zu mir auf die Bühne gekommen bist. Und ja, geb dir doch nochmals einen großen Applaus. Ja, das ist meine Geschichte. Und ich glaube, Gott möchte weiter Geschichte schreiben. Mit dir und mit uns allen. Gott möchte noch viele Wunder tun. Er möchte noch viele Geschenke vom Himmel verschenken. Und deshalb möchte ich heute mit euch anschauen, wie können wir im Glauben beten. Und ich habe euch 7 Schritte dafür heute mitgebracht. Letzten Sonntag hat ja Dan, mein Mann, gepredigt über Josaphat und er hat bereits diese Geschichte mit euch ein bisschen angeschaut. Falls du diese Message verpasst haben solltest, dann schau sie dir noch an auf unserem YouTube-Channel. Und weil dieser König Josaphat, er hat die Menschen zum Fasten und zum Beten aufgerufen und Dan hat letzten Sonntag darüber gesprochen. Und heute möchten wir diese Geschichte jetzt noch vertiefen. Ich habe euch 7 Schritte, wie du im Glauben beten kannst. Und zwar war es so, der König Josaphat, der hat Juda damals regiert und da kam eine Armee und diese Armee, die kam von der Ostseite des Toten Meers, von Edom her, gegen dieses Land. Und die Leute hatten Angst, der König geriet in Angst. Aber dann hat der König etwas gemacht. Das lesen wir in 2. Chronik 20. Er wandte sich an den Herrn um Hilfe und rief ganz Juda zum Fasten auf. Das ist der erste Schritt. Wende dich an Gott. Wenn du ein Wunder in deinem Leben erleben möchtest, dann wende dich an Gott. Der König, der richtete seinen Blick sofort weg von seinem Problem auf Gott. Er schaute auf Gott und er wartete seine Hilfe von Gott. Vielleicht kennst du Gott noch nicht, vielleicht hast du dich auch heute im Livestream einfach so per Zufall zugeschaltet und du kennst Gott noch nicht. Ich möchte dich ermutigen, höre dieser Message zu und lerne die Geschichte von Josaphat kennen.
weil Gott hat bei Josaphat ein großes Wunder getan. Wisst ihr, viele Menschen in unserer Welt, die haben Gott vergessen. Sie glauben nicht mehr an Gott, aber Gott sucht nach Menschen, die ihm vertrauen, die an ihn glauben und die ihren Blick auf ihn ausrichten. Und deshalb ermutige ich dich dazu. Als ich meine Diagnose bekommen habe, habe ich als allererstes das Leadership-Team gefragt, ob sie für mich beten. Wir lesen das in der Bibel, dass wir die Ältesten rufen sollen, wenn wir krank sind. Und deshalb, wenn du eine Herausforderung hast, dann wende deinen Blick zu Gott, weil Gott möchte sich um dich kümmern. Der zweite Schritt, den wir aus der Geschichte lernen können, ist: proklamiere Gottes Größe. Josaphat, der ging nicht nur einfach zu Gott und hat eine Bitte vor ihn gebracht, sondern es heißt von ihm, dass Josaphat Gott angebetet hat. Es heißt: Du bist Gott im Himmel, du bist Herr über alle Könige der Erde. In deiner Hand sind Macht und Stärke. Niemand kann gegen dich bestehen. Der König, er gibt mit Worten, gibt er Gott die Ehre. Und wir haben das vorher auch von Gabriele gehört. Sie hat das auch gemacht. Sie hat Gottes Größe ausgesprochen. Und ich möchte euch sagen, das ist ein großer Schlüssel, um Gottes Wunder zu erleben. Wenn wir Gottes Macht, seine Kraft aussprechen. Deshalb proklamiere Gottes Wort. Der König hat das gemacht. Und mich fasziniert das bei diesem König, weil er war ja nicht der Priester oder so oder der Pastor in der heutigen Zeit. Er war der König von diesem Land. Und er hat Gott groß gemacht. Wir lesen mehrere Verse in diesem Kapitel, in denen er Gottes Größe ausspricht. Und dann hat er alle Männer und Frauen zusammengerufen. Alle kamen nach Jerusalem vor den Tempel und dort haben sie zusammen gebetet. Und Josaphat hat ausgesprochen: Gott wird uns erhören. Gott wird uns retten. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Wenn du in Schwierigkeiten bist, wenn du ein Wunder brauchst, dann erinnere dich an Gottes Größe. Erinnere dich an Gottes unlimitierte Kraft, weil Gott hat Kraft. Er kann unmögliche Dinge möglich machen. Gott ist groß. Und erinnere Gott an seine Versprechen, weil Gott verspricht uns, dass er sich um uns kümmern möchte. Und deshalb möchte ich dich fragen: Was sprichst du aus, wenn du in Not bist? Welche Worte purzeln aus deinem Mund, wenn du in Not bist? Wisst ihr, es ist so entscheidend, welche Worte aus unserem Mund kommen. Es ist ein Unterschied, ob wir positive oder negative Worte aussprechen. Und normalerweise, viele Menschen, die fangen einfach an zu jammern. Oh, es ist so schwer. Aber wir haben die Möglichkeit, Gottes Kraft auszusprechen, weil Gottes Wort ist die stärkste Macht, die wir auf dieser Welt aussprechen können. Es heißt in der Bibel in Matthäus: Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber haben für immer Bestand. Gottes Worte sind kraftvoll. Da ist ein Power, und die stärkste Waffe gegen das Böse, das wir Christen haben, ist das Wort Gottes. Aber es ist so wichtig, dass wir es laut aussprechen. Laut. Dass wir sagen, welchen Gott wir kennen. Und dann muss das Böse weichen. Wisst ihr, früher habe ich ab und zu die Bibel gelesen. Ich habe die Bibel gelesen mehr so als Lektüre. Aber irgendwann habe ich angefangen, vor ungefähr 15 Jahren, habe ich angefangen, Gottes Wort jeden Tag laut auszusprechen. Und da ist eine Kraft. Vielleicht hast du auch einen Bibelleseplan, den du liest. Ich ermutige dich, lies nicht nur, sondern sprich es laut aus, weil es ist eine Kraft. Das ist auch der Grund, warum ich meine Andachtsbücher geschrieben habe, weil es die Möglichkeit bietet, Gottes Wort jeden Tag laut ins Leben zu sprechen. Und ich höre immer wieder von Menschen, eine Frau hat mir erzählt, sie hatte Depressionen, sie hat angefangen, Gottes Wort laut auszusprechen und sie konnte gesund werden. Und ich habe die letzten Wochen nichts anderes gemacht, wie Gottes Wort laut ausgesprochen.
Weißt du, Gott möchte durch uns Christen die Welt erreichen. Gott möchte durch dich, möchte er Menschen erreichen. Und wenn wir nur am Jammern sind, dann sind wir wirklich kein attraktives Licht in dieser Welt. Deshalb ermutige ich dich, fange an, Gottes Wort laut auszusprechen. Es hat eine große Kraft. Dann der nächste Schritt, den wir von der Geschichte lernen können, der dritte Schritt, ist: lebe in Ehrfurcht vor Gott. Weil der König Josaphat in jener Situation, er hat gemerkt und realisiert, das kann ich nicht aus eigener Kraft lösen. Und er sagt, wir selbst können nichts ausrichten gegen dieses riesige Heer. Er ist sich bewusst, dass er Gott braucht. Josaphat, der König, braucht Gott. Und wisst ihr, all diese Menschen in diesem Land, sie zeigten Gott den höchsten Respekt, weil sie alle nach Jerusalem kamen. Sie versammelten sich zum Gebet, weil sie Respekt vor Gott haben. Sie haben Ehrfurcht vor Gott. Und wisst ihr, was mir auffällt? Viele Christen haben die Ehrfurcht vor Gott verloren. Wisst ihr, Gott ist heilig, er ist allmächtig, er ist der größte Herrscher, den es gibt. Und Gott sieht unsere Herzen, er weiß, wie wir es meinen. Es heißt in der Bibel, der Herr freut sich über alle, die ihm in Ehrfurcht begegnen und von seiner Gnade alles erwarten. Hey Leute, alles was du hast, ist ein Geschenk von Gott. Wenn du heute gesund bist, es ist ein Geschenk. Es ist Gnade. Und deshalb, lasst uns Respekt haben vor Gott. Ich ermutige dich dazu. Wisst ihr, als ich in diesem Krankenhaus lag, da habe ich mit Gott ganz offen gesprochen. Und ich habe ihm gesagt, hey Gott, ich gebe dir die Ehre für diese Situation. Ich gebe dir die Ehre für mein Leben. Ich weiß nicht, wofür das gut ist, was wir hier gerade zusammen durchmachen. Aber ich gebe dir die Ehre. Und in diesem Moment, als ich da so da niederlag, und ich kann euch sagen, eine OP im Bauch ist wirklich nicht angenehm. Als ich da so lag, habe ich mich erinnert an den Reformator Zwingli. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und er hatte damals, in der Reformation hatte er die Pest. Er war schwer krank. Und er sagte damals zu Gott, brich mich oder brauch mich. Und ich habe zu Gott in jenem Moment gesagt, hey, wenn du mich wieder aufrichtest, ich werde Vollgas geben für dein Reich. Ich werde weitermachen mit dem Weitermachen. Brich mich oder brauch mich. Ich wusste damals noch nicht, wie es weitergeht. Wisst ihr, alles, was auf dieser Welt geschieht, liegt in Gottes Hand. Wir beten ihm, unser Vater, dein Wille geschehe. Und manchmal ist das nicht einfach. Aber ich möchte euch ermutigen, habt Respekt vor Gott. Habt Respekt vor Gott, habt Respekt vor anderen Menschen. Habt Respekt vor der Church, vor der Gemeinde, vor dem Pastor. Seid respektvoll mit anderen Leuten rund um euch herum, weil sie alle sind Geschenke Gottes. Gott hat uns alles anvertraut. Der nächste Schritt, den wir aus dieser Geschichte lernen können, ist: höre, was Gott dir sagt. Das ist so cool in dieser Geschichte. Der Josaphat, der war ja wirklich in Angst und Schrecken, weil die Armee, die stand bereit zum Angriff. Und dann haben sie auf Gott gehört. Und ein Prophet, Gott hat zu einem Propheten gesprochen. Plötzlich kam der Geist über Jahaziel und er sagte, so spricht der Herr, hab keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem großen Heer. Ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr. Wow, ist das nicht großartig? Da spricht Gott zu einem Propheten und dieser Prophet spricht weiter zu dem König und dem Volk und sagt, hey, ihr braucht keine Angst zu haben. Und das ist der vierte Schritt. Höre, was Gott auch dir sagt. Gott möchte zu dir sprechen. Und weißt du, ganz besonders zu denen, die
angeschlagen sind, wenn du in Not bist, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du Herausforderungen hast, Gott möchte zu dir sprechen. Er ist denen nah, die zerbrochenen Herzen sind. Also wenn du jetzt zu Hause bist und zuschaust und vielleicht krank bist und eigentlich gar nicht alles hören magst, weil du so krank bist, dann nimm einfach das mit, was du heute kannst. Gott möchte ganz persönlich zu dir sprechen. Er möchte mit dir reden. Gott ist da. Er möchte uns begegnen. Und wisst ihr, ich habe das erlebt. Vor Weihnachten, vor der Operation, da war ich echt, ich war herausgefordert, ganz ehrlich, mit all den Nachrichten von den Ärzten. Und ich arbeitete damals noch voll in meinem Beruf und ich war müde. Ich war wirklich am Anschlag, kann man sagen. Und dann eines Abends, das war im November, am 9., ich habe es mir aufgeschrieben, da ging ich früh ins Bett, weil ich war müde. Und ich bin dann eingeschlafen und ich habe richtig gut geschlafen. Und früh morgens, da habe ich gespürt, wie plötzlich jemand an meinem Bett saß. Da kam jemand zu meinem Bett. Und dieser jemand hat plötzlich angefangen zu sprechen. Und dieser jemand hat mir zwei Dinge in diesem Moment gesagt. Das erste, was er mir sagte, er sagte, Karin, so gut wie du jetzt geschlafen hast. Und ich fühlte mich wirklich erholt, relaxed. So gut wie du geschlafen hast, so bist du in meiner Hand. Und das zweite, was dieser jemand sagte zu mir, war, ich bin dein Heiler. Ich allein. Und dann war dieser jemand wieder weg. Hey, und ich war hellwach in diesem Moment. Ich habe den aufgeweckt, der war noch im Tiefschlaf, obwohl es schon langsam morgen war, aber er war noch im Tiefschlaf. Und ich habe ihm gesagt, Dan, da war ein Engel bei mir und der hat gesprochen und es kommt alles gut. Dan wachte so langsam auf und sagte, naja klar, bei so einer schönen Frau würde ich mich auch an den Bettrand setzen. Ich so, hey Dan, nein, kein Witz. Ja, das war in echt seine Antwort. Aber dann habe ich ihm es nochmals erklärt, habe gesagt, hey, da war ein Engel. Und ich bin übers Bett gehüpft am frühen Morgen. Ich bin da drüber gejumpt und habe gesagt, Dan, es kommt gut. Wir brauchen keine Angst zu haben. Da war jemand da und wir haben darüber gesprochen und wir wurden so ermutigt durch diese Begegnung. Und ab diesem Tag habe ich jeden Tag ausgesprochen, Gott ist mein Heiler, er allein. Und auch für den war es eine große Ermutigung, obwohl er den Engel ja nicht gesehen hat, aber ich habe ihm davon erzählt. Wisst ihr, Gott möchte zu uns sprechen. Er möchte uns begegnen. Er möchte auch dir begegnen in deiner Situation. Und er möchte dir Wege aufzeigen. Da, wo du nicht weiter weißt. Deshalb bete um Erkenntnis. Bete um Engel, die bei dir vorbeikommen. Und erwarte, dass jemand vorbeikommt. Dass Gott spricht, weil Gott möchte sprechen. Der nächste Schritt, der fünfte Schritt, der ist richtig cool. Vertraue deinem Gott. Josaphat betete, wir sehen keinen Ausweg mehr, doch wir vertrauen auf dich. Dann sagt er zu dem Volk, vertraut auf den Herrn, euren Gott, denn dann werdet ihr standhalten können. Glaubt, was seine Propheten euch gesagt haben, und ihr werdet als Sieger zurückkehren. Das hat Josaphat gebetet und dann den Leuten weitergegeben. Und da ermutige ich dich, sprich es laut aus, sage deinem Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Wenn du Wunder erleben möchtest, dann ist es so wichtig, dass wir das aussprechen und Gott sagen, ich vertraue dir. Wisst ihr, ich lebe im Alltag ständig mit Gott. Manchmal sage ich zu ihm, hey und jetzt, was machen wir? Was tun wir als nächstes? Weißt du, Christsein ist nicht einfach am Sonntag mal kurz. Nein, es ist eine Beziehung. Und du kannst mit Gott im Alltag rechnen. Das größte Hindernis, das uns vor Wundern fernhalten möchte, sind Zweifel.
Wir zweifeln in unseren Gedanken. Da kommt irgend so ein Gedanke in unser Gehirn und wir denken, ah, Gott denkt sowieso nicht an mich. Er hat schon lange kein Wunder mehr getan. Das kannst du ab heute nicht mehr bringen. Oder wir sagen, ja, wir schaffen es nicht. Oder ja, vielleicht will er das ja gar nicht. Wisst ihr, unsere Gedanken, unsere negativen Gedanken sind unser größter Feind. Aber ich möchte dich ermutigen, vertraue Gott. Er ist ein Anker, er ist ein Fels und er ist stark. Und wenn dein Wunder noch nicht eingetreten ist, dann hab Geduld. Habe Geduld. Weil sobald du ein Gebet ausgesprochen hast, ist Gott im Hintergrund am Werk. Und deshalb, wenn dein Wunder noch nicht da ist, habe Geduld und sage zu deinem Nachbarn oder zu irgendjemandem, Gott ist am Wirken. Oder sage es zu dir selber, Gott ist am Wirken. Er ist am Wirken. Wir wissen noch nicht wie, das liegt nicht in unserer Hand. Aber er ist am Wirken, Gott wirkt. Sag das mal zu deinem Nachbarn, Gott ist am Wirken. Wisst ihr, in der Bibel heißt es, denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Gott zu vertrauen, es braucht Glaube. Und wo bekommst du Glaube? Den Glauben bekommst du, indem du auf Gottes Wort hörst. Der Glaube kommt aus der Predigt, heißt es bei Luther. Deshalb ist es so gut, dass du heute hier bist, dass du der Predigt zuhörst. Weißt du, wie viele Christen gehen nicht mehr in die Kirche? Weißt du, wie viele Christen sind irgendwo, anstatt Gottes Wort zu hören? Weil da drin ist die Kraft. Da kommt dein Glaube. Heute Morgen auch in der Gemeinde, in der Church, da wird dein Glaube gestärkt. Und es gibt tatsächlich die Christen, die sagen, Kirche ist nicht mehr wichtig. Hey Leute, das ist total falsch. Die Gemeinde, die Church ist wichtig, weil hier wird dein Glaube gestärkt. Und Standhaftigkeit, auch wenn dein Wunder noch nicht geschehen ist, Standhaftigkeit wird immer belohnt. Und deshalb ermutige ich dich, relaxe und lass Gott für dich kämpfen. Diene entspannt weiter im Reich Gottes und vertraue. Der sechste Schritt, den ich euch heute aufzeigen möchte, heißt, lobe Gott im Voraus. Josaphat beriet sich mit den Versammelten und stellte daraufhin an die Spitze des Heeres einige Sänger. Mega cool! Tiago, Eleodora, Marie, die wären alle an vorderster Front. In Festgewändern sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit dem Lied. Preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Hey, die hatten Worship an vorderster Front. Sie haben Gott schon mal gedankt. Sie haben Gott gelobt. Vielleicht kennst du dieses Sprichwort, Loben zieht nach oben. Ja, das sollten wir nicht vergessen. Aber manchmal fällt uns das aus dem Gehirn. Hol es dir wieder rein und erinnere dich daran. Bete Gott an. Wisst ihr, wenn wir Gott anbeten, da kommt eine Kraft. Da können wir Mauern durchbrechen. Da kommt eine Freude in unser Herz, weil wir die Stärke und die Macht Gottes aussprechen und das schon im Voraus. Der siebte und letzte Schritt für euch heute heißt, warte und erwarte den Segen. Das ist manchmal nicht so einfach. Warte, wir Menschen können manchmal einfach nicht gut warten. Wir sind ungeduldig. Aber weißt du, Gott hat den Plan. Er hat alles im Blick. Er weiß schon, was er tut. Hey, er ist der Mächtigste. Er hat den Überblick über die Welt. Da unten ist die kleine Welt. Er ist groß und er weiß, was er tut. Es heißt in der Geschichte, aber ihr braucht nicht zu kämpfen. Geht dorthin und dann werdet ihr sehen, wie ich, der Herr, euch rette. Da ließ der Herr die Truppen in einen Hinterhalt geraten. Sie gerieten selbst aneinander und brachten sich gegenseitig um.
keiner der Feinde war mit dem Leben davongekommen. Sie mussten gar nichts tun. Der König Josaphat musste gar nichts tun, sondern es hat sich von selbst erledigt. Und wisst ihr was? Dieses Heer, dieses fremde Heer hat noch eine reiche Beute hinterlassen. Sie brauchten 3 Tage, um all die Beute einzusammeln. Und es heißt, dass sie dieses Tal, Tal des Segens genannt hatten. Weißt du, Gott möchte für dich kämpfen. Er möchte für dich einstehen. Deshalb ermutige ich dich, bring deine Anliegen zu Gott. Sage ihm, was dich beschäftigt, deine Krankheit, deine finanzielle Lage, all das, was dich herausfordert, bring es zu Gott. Und wisst ihr, momentan, wir haben so viel Not in dieser Welt. Hey, und ihr Christen, ihr seid diejenigen, die den Menschen helfen können. Betet für andere Menschen oder geht vorbei bei den Menschen. Ermutigt sie. Auch wenn es manchmal dauert. Manche Geschenke brauchen richtig viel Zeit. Da brauchen wir Geduld. Aber Gott möchte den Segen fließen lassen. Er möchte dich segnen. Er möchte dich stärken. Und deshalb beginne zu beten. Und vertraue, glaube, dass Gott Wunder tun wird. Gott ist am Wirken in deinem Leben. Wisst ihr, ich freue mich so. Als Church haben wir momentan eine Gebets- und Fastenzeit, wie so viele andere Kirchen auch. Momentan wird gebetet und gefastet. Und jeden Morgen um 6 und abends um 10 treffen sich Menschen von unserer Church in einem Meeting zum Gebet online. Das sind Menschen, die haben große Ehrfurcht vor Gott. Sie geben Gott die Ehre und sie beten für unsere Stadt. Sie beten für unser Land. Sie beten für Europa. Und sie glauben gemeinsam, dass Gott Wunder tut, dass Gott Veränderung schenkt. Und ich lade dich ein, auch dabei zu sein. Ich lade dich ein, zu beten, zu glauben und Durchbrüche zu erwarten. Lasst uns Christen sein, die den Segen erwarten, weil Gott möchte uns beschenken. Und ich persönlich, ich möchte Gott alle Ehre geben für das Geschenk, das große Geschenk, das er mir gegeben hat. Amen. Ich möchte gerne beten. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Vater, ich danke dir, dass du an diesem Beispiel von Josaphat gezeigt hast, wie mächtig du bist, wie groß du bist. Du kannst Unmögliches möglich machen. Auch in meinem Leben hast du es getan, Vater. Ich danke dir und ich gebe dir die Ehre dafür. Und Vater, ich bete jetzt für alle Menschen, die heute hier sind, die Herausforderungen haben. Vater, ich bitte dich, dass du eingreifst, dass du Wunder tust. Wir bringen dir alle unsere Anliegen vor deinen Thron. Und Vater, ich bitte dich, dass du Veränderung schenkst, dass du Situationen zum Positiven veränderst. Und Vater, du siehst auch die Herzen, die heute hier sind, die dich vergessen haben. Vater, ich bitte dich, dass du kommst mit deiner Liebe und dass du uns alle erinnerst, dass wir dir den höchsten Respekt geben. Wir möchten Menschen sein, die respektvoll sind, die Ehrfurcht haben vor dir, weil du bist unser König. Ich danke dir, Vater, dass du hier bist und jetzt, gerade jetzt, an unseren Herzen am Wirken bist. Amen.